Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Sein Name ist Gigalogantis, mein Name ist Hotzesty und heute geht's ins End, wo wir eine Enderpearl-Farm bauen. Leider hat das Audio nicht ganz so knapp, wie es sollte in der Aufnahme, und nur meine Stimme ist übrig geblieben. Darum gibt's diese Folge mit Voiceover. Wir wollen die Farm so tief wie möglich bauen und dazu müssen wir runterkommen und das machen wir mit Lava und Wasser, um eine Cobblestone-Säule zu bekommen, an der wir dann rauf und runter können. Das Gefährliche an dieser Farm ist eigentlich nur, dass wir unten aus der Welt rausfallen. Und das kann uns zum einen platzieren, wenn wir zuerst mal runtergehen, denn auf der untersten Ebene müssen wir einen Block platzieren. Und weil wir die Farm an einem Ort bauen wollen, wo auf der Endinsel dann keine Endermen spawnen, sondern nur in unserer Farm, müssen wir 128 Blöcke raus. Und das machen wir mit String und ein bisschen Teppich drüber. Und das ist auch ein bisschen nervenaufreibend. Oh. Ich lande auf der Insel und komme dann wieder rüber. In der Mitte, wo wir Endstone haben, das ist der Platz, wo unsere Endermans von oben runterfallen und dann ein halbes Herz Gesundheit haben. Und wir können diesen Boden öffnen, sodass sie durchfallen und wenn wir zurück zur Farm kommen, nicht von einer Horde Enderman hier begrüßt werden. Das Ganze funktioniert ein bisschen mit Redstone-Blöcken hinter den Sticky Pistons, welche diese powern. Und diese werden mit Slime und einer weiteren Piston bewegt. Und das Ganze wird kontrolliert durch eine Observer-Node-Block-Signallinie, welche wir von einem Node-Block hier ungefähr in der Mitte kontrollieren können. Der markante Teil dieser Farm ist ein 42 Block hoher Turm, den wir ein bisschen schön gestalten, denn das ist das, was man sieht. Und auch hier unten müssen wir sicherstellen, dass man das hässliche Redstone-Gedingse nicht sieht, aber dass gleichzeitig auch alles spawnproof ist, denn wir wollen nicht, dass Endermen hier unten spawnen oder dass Endermen auf irgendwohin hier unten teleportieren können. Und der Turm ist 42 Blöcke hoch, denn wenn die Endermen von oben die 42 Blöcke runterfallen, dann sind sie genau auf einem halben Herz und sind damit ein One-Hit-Kill. Auf der einen Seite hier haben wir eine Plattform, auf der die Endermen spawnen können. Aber wir brauchen noch einen Mechanismus, der die Endermen anlockt, sodass sie in unser Loch reinfallen. Und das machen wir mit einem Endermite in einen Minecart. Und das kann ein bisschen trickreich sein, denn es braucht wahrscheinlich ein paar Enderperlen, bis wir ein Endermite haben und dann den Minecart in die richtige Position
zu bekommen, kann auch etwas dauern. Aber wir platzieren den Minecart hier in der Mitte und unterhalb dem obersten von 5 Teppichlayern, um wirklich sicherzustellen, da oben können keine Endermen hin teleportieren und so an das Endermite rankommen. Auf der gegenüberliegenden Seite brauchen wir dann ein paar Trapdoors, damit die Endermen auch das Gefühl haben, sie können noch näher ans Endermite ran und dann in die Tiefe stürzen. Klappe zu und dann auf die Endermen warten und dann kräftig reinhauen. Wohl, es braucht gar nicht so viel Kraft. Und wie ihr sehen könnt, bekommen wir da einiges an Enderpearls raus und somit sollten unsere Sorgen diesbezüglich der Vergangenheit angehören. Unsere erste gemeinsame Farm und auch die erste Farm im End ist fertig und sie macht doch eine ganz gute Falle. So farblich passt die hier ins End rein und ich denke, wir werden in Zukunft mehr in dieser Art machen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, hinterlasst ein Like, das hilft den Videos und abonniert, damit ihr on top bleibt, wann die nächste Folge kommt. Also, bis dann und tschüss!